So, Checker-Freunde, jetzt machen wir mal geschwind ein Assistentensystem-Check. Jetzt sind wir auf der Landstraße und wir sehen, der Lane-Assistent, der macht es hier wirklich ganz gut. Wir haben gestern mal gestoppt, dass er 20 Sekunden das ganze Thema macht. Und dann muss man wieder das Lenkrad bewegen. So, jetzt machen wir noch Tempomat rein. Das sehen wir dann hier auf dem kleinen Display, beziehungsweise das ACC, das Abstandshaltesystem. So, jetzt ist es aktiv, das sieht man daran, jetzt ist es grün. So, jetzt machen wir da das mal auf 90. So, und jetzt lassen wir das Ding einfach mal laufen. Aber er lenkt schön sauber runter. So, das macht er hier, ne? Da geht er schön wirklich rum. So, jetzt müssen wir natürlich bremsen und blinken. So, jetzt geben wir wieder Gas. Und wenn das Zeichen grün leuchtet, so, jetzt ist alles grün, gehen wir hoch auf 90 und lassen das dann wieder einfach alleine machen. Jetzt gibt es ein bisschen schärfere Kurven. So, da gehen wir jetzt schon ein bisschen mit. So, das macht er jetzt für die Landstraße wirklich gut. Es ist nicht wirklich jetzt empfohlen, für die Landstraße so Auto zu fahren, aber er nimmt es wirklich sauber mit. Man sieht es jetzt hier, ich hoffentlich auch an der Kamera nach vorne, dass wir eine schöne weiche Linkskurve fahren. Das macht er wunderbar. So, jetzt muss ich runterbremsen, weil ein Kreisverkehr kommt. Ja, das war jetzt mal so ein Kurzcheck auf der Landstraße, das macht er. Jetzt gehen wir noch auf die Autobahn und lassen den Dorber auch mit dem Assistent laufen, mit dem ACC-Assistent, und ob er das auch sauber macht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Check Teil 2 auf der Autobahn. Spurhalte Lane Assist und der ACC, der Abstandstempomat Assistent. So, hier links unter am Lenkrad ist ein Hebel. Den ziehen, dann wird das Lämpel grün. Das ist praktisch die Tachoanzeige. So, und jetzt geben wir ein. Was machen wir? 120. Erschwerte Bedingungen heute. Also alles ist an, Lane Assistent ist an und ACC ist an. Das sieht man hier am Menü. Da kann man hier drauf gehen. Da sehen wir hier, wenn wir hoch und runter gehen, alles aktiviert. Fertig. Zack. So, Rechtskurve. Macht er alles entspannt. Wir haben festgestellt, 20 Sekunden hält er automatisch die Spur. Und dann muss man wieder kurz das Lenkrad bewegen. Ne? Es gibt ja so gewisse Tricks, wo man machen kann. Jetzt sagt er mir das. So. Gehen wir mal ein bisschen hoch. Der macht jetzt in dem Fall 10er Schritte, wenn man einmal antippt. So, und jetzt blinken wir mal. Was macht er dann? Jetzt hat er hier geblinkt und zeigt mir an, Achtung, Fahrzeug auf der linken Spur. So, also das ging da nicht. Das war der sogenannte tote Winkelwarner. Jetzt bremst er ab auf 90, weil langsame Fahrzeuge vor uns sind. Aber er lenkt es komplett durch, also ohne Probleme, macht es auch sehr sanft. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen hoch. So, und sobald wieder grün ist jetzt, hat er die Spur wieder erkannt. Und er erkennt die auch trotz Regen, die Fahrbahnmarkierung ist sehr gut. Also, ja, Fuß alles weg. Macht er echt gechillt. Ja, mal wieder kurz Lenkrad bewegen. Trotz Regen erkennt er das wunderbar. Wie gesagt, wir können an einem linken Hebel hier unten das Ganze dann noch einstellen. Auch zum Vordermann. Das erkennt man dann an den ganzen drei weißen Strichen auf dem Display. Das sieht man auf dem kleinen Teil, wie weit das Fahrzeug weg sein soll nach vorne. Das kann man dann noch einstellen. So, und der Piepster. 20 Sekunden sind schon wieder um. So, dann gehen wir wieder rüber, weil wir haben ja Rechtsfahrgebot. So, und dann beschleunigt er ein bisschen. Spurhalteassistent ist wieder da. Jetzt geht es leicht rechts. Also das macht er wirklich sanft. Er hoppelt da nicht so wie eine Ping-Pong-Kugel von rechts nach links, sondern wirklich ganz geschmeidig macht er die Geschichte. Super. Also jetzt können wir wieder links rüber gehen. Man muss natürlich manchmal ein bisschen aufpassen, wenn man dann mitlenkt, hat man mal ab und zu so das Gefühl, es wäre ein bisschen schwammig, ja, weil dann das Lenkrad mitlenkt. Dann hockt man da so drin, oh, so ein Gegendruck.
Aber wunderbar. So, also wirklich hier jetzt auch die Linkskurve. Ja, da ging es jetzt bloß mal schön um den Lane-Assistent, dass er die Spur haltet, er den Abstand haltet und auch die Geschwindigkeit mitgeht. Das macht er aber wirklich wunderbar. Ja. So, er bremst jetzt auch automatisch runter auf meinen Vordermann. Boah, wunderbar, also wirklich einwandfrei. Ich musste gar nichts machen. Ja, es macht ein bisschen hektischere Lenkbewegung kurz, aber jetzt macht das es wieder sanfter. Jetzt haben wir einen Vordermann vor uns. Ja, aber ich denke mal, die scharfen Kurven wird er nicht nehmen. Das machen wir jetzt mal, das probieren wir mal. So, ob er jetzt noch die Spur hält, das machen wir das mal ganz langsam. Na, jetzt geht er aus, ja. Da macht er dann nicht mehr mit. Das war's. Vergesst nicht unser Komplett-Check-Video, das gibt es natürlich auf YouTube. Mit Kofferraum, Ausstattung, Preise, Versicherung etc. Das haben wir natürlich auch. Sowie Ambiente-Video haben wir noch eins gemacht, wo die Ambiente-Beleuchtung einstellt, was man da so alles machen kann. Und dann gibt es noch Einparkassistent, gibt es auch noch ein Video. Das war's dann schon. Ja, bis bald. Grüße Mario, ciao. Ja, danke fürs Schwadenchecker schauen. Ja, und wenn ihr weiterhin Bock auf uns habt, abonniert uns doch einfach oder lasst einfach einen Daumen hoch da. Und wenn ihr uns weiterhin folgen möchtet, könnt ihr das über Facebook, YouTube und Instagram tun. Da bekommt ihr immer Neuigkeiten, Bilder, Videos, was wir so treiben. Vielen Dank dafür. Jetzt habt ihr hier noch 3 Videos, wo ihr euch einklicken könnt. Schaut es euch an, habt viel Spaß. Wir sagen danke fürs Schauen und bis bald. Eure Schwabenchecker. Ciao.